Beyond Blue. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Beyond Blue. Ja, ehrlich gesagt habe ich so überhaupt gar keine Ahnung, was mich da erwartet. Also ich habe schon eine Ahnung, aber ich weiß halt nicht so genau, wie das Spiel ist. Ich habe ein paar Bilder gesehen und muss ganz ehrlich sagen, ich war direkt drin und habe mir gedacht, ich muss das Spiel unbedingt haben. Es ist ein Spiel, das uns den großen, weiten Ozean näher bringen soll. Ich will nicht zu viel verraten, es geht auf jeden Fall um viel Wasser, um viele Fische und hoffentlich auch um viel Spaß. Ich mache jetzt noch kurz ein paar kleine Einstellungen und dann starten wir direkt das Spiel. I'm generally not a woo-woo kind of person. If I don't get something, I want to unpack it, get the facts. But the ocean, it's a part of me. You could say it runs in my blood. My grandmother was a freediver, an ama. She helped me feel its rhythm and understand how one breath could last a lifetime. We dove so often, the memories all run together. Except one. When I wished I could stay down forever. The ocean cast its spell on me that day, and its mystery still consumes me. Day one, submerged atoll, Western Pacific. It's great to be diving again. I'm anxious to find our sperm whale family and look in on our mother-to-be. I'm also excited to test out Andre's new tech. Ocean X is expecting a huge audience for our first live stream, given how bad things were in this region a few years ago. No pressure though, ready to dive. Ja, also ich weiß nicht, ob die das extra so total übersteuert gemacht haben. Aber es ist doch ziemlich schrecklich, weil man kann sogar das Original nicht hören. Was ich auch seltsam finde, ist, dass ich die Sprache auf Deutsch eingestellt hatte und trotzdem das Ganze auf Englisch nur synchronisiert ist und nicht auf Deutsch. Macht aber jetzt dem Spaß keinen Abbruch. Ich meine, man kann ja die deutschen Titel, Untertitel dann lesen, beziehungsweise hier die deutschen Texte. Ich muss aber gleich nochmal kurz schauen, ja, ob ich das vielleicht leiser stellen kann, ob sich das dann besser anhört. Weil es steht ganz normal auf, ich glaube 90% oder so, ist sogar noch ein bisschen weniger als diese 100% und es ist extremst übersteuert von der Sprache her. I'm in and okay. Hey, Mariah. How's the new suit? Nice. A bit itchy, but I've had worse. How are you breathing? Breathing easy. This rebreather is amazing. Feels like I'm freediving. A genuine compliment. Should have caught that on the live stream. Give me a few minutes. I want it to be amazing, and I'm still getting used to this AR visor. Also, ich habe das Ganze jetzt mal auf 80% runtergeschraubt. Und ja, es hört sich doch schon wesentlich besser an. Kann auch sein, weil es jetzt gerade im Spiel ist und nicht mehr Scanner öffnen. Ah, okay. Aufzeichnung mit P ansehen. Wir haben einen, ja, ich sag mal einfach
Nee, es ist kein richtiger Manta-Rochen. Es ist ein Mobulatarapazana. Oh Gott, ich werde die, glaube ich, jetzt nicht immer alle vorlesen. Ihr seht hier die Daten hier drin. Den haben wir jetzt gescannt. Okay. Scanner. Oh. Was ist das denn hier? Hier haben wir noch einen, den wir aber nicht auswählen können, hä? Achso, man kann auch nach unten gehen. Ein Walhai ist das. Okay. Ja, cool. Den Scanner schließen. Okay. How many scans before the AI is trained on a creature? It will vary. There are many factors that affect the confidence level of a match. So you don't know. Got it. Now point me to the buoy so I can try the hydrophones. I want to make sure all the tech is working before we stream. Dann haben wir hier einen dreifarbigen Geinfisch. Thrown up today. Well, it's still early. You gonna be okay with the live stream? I may let you do most of the talking. Once you reach the buoy, you can triangulate the sound of any animal. Clever. Thank you. Das nicht? Ah, okay. Also es geht wohl nur, wenn wir das rechts sehen. Das sind die großen Barracudas. Die hatten wir jetzt schon, ne? Das sind die gleichen, oder? Ja, das sind die drei Farben. Da unten sind nochmal andere. Glänzender Schleimkopf. Ja, das sind ja nette Namen hier. Da haben wir noch einen einzelnen. Oh, bleib hier. Süßer Fisch. Leopard-Drückerfisch. Sind das die gleichen wie hier im Schwarm? Nee, oder? Das ist ein anderer, aber die darf ich jetzt irgendwie... Den Schwarm darf ich hier nicht scannen. Ich weiß auch nicht, warum. Ach, da hinten ist der Punkt. Wie komme ich denn... Ah, okay. Perlenfalterfisch, okay. Ja. Die sind, glaube ich... Nee, das sind die großen Barracudas. Oh ja, die sehen aber wirklich groß aus. Okay, also wir versuchen natürlich jetzt erstmal zum nächsten Punkt zu kommen. Das sind wieder neue... Riesendrückerfisch. Ne, es sind doch keine neuen. Also mit Shift können wir auch ein bisschen schneller schwimmen, wie man sieht. Da ist wieder so ein Möchtekernrochen, sag ich mal. So, hier müssen wir anscheinend irgendwas machen. Close enough. You can use your dive water to control the boy from there. Refresh me on the controls. Move the target in circle around. Each sound will get louder when you are close to locking in on an animal's location. Hilfe! Okay, das, also es, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, das ist ein Wal. Moment, da war gerade was kurz mit F. Ah, lass doch mal stehen. Pottwal. Okay. Damit den anvisiert. Das ist ein Buckelwal. Ah. Lag ich auf jeden Fall nicht falsch mit dem Wal. Also wir sollen wahrscheinlich Wale anvisieren, so wie es aussieht. Oh, falsche Taste. Und ein kleiner Tümmler. Mariah, if you're okay, I'm going to start the live stream. Let's roll. Welcome to the OceanX live stream. I'm Dr. Mariah Soto, and I'll be your eyes and ears on this expedition. I'm joined today by two colleagues. Hello, I'm Andre. Hello, everyone. I'm Irina. Der ist näher. Die kann man sogar schon sehen. Oh. Ja, zeig mir schnell die Karte an. So, ich will nämlich den Wal hier sehen. Looks like we've got our first singer. Fantastic. Hopefully on your next dive you can record his song to compare with other humpbacks in the area. Fun fact. In addition to being an engineering whiz, Andre is quite the musician. Are you still writing music? Not for years. Dry spell. More like raising teenagers. Varus Quoiji oder so. Ah, ist schon ganz schön. Ich meine, man kann so auf jeden Fall auch verschiedene ja, Tierarten unter Wasser kennenlernen. Und ich finde es unheimlich schön. Bei dem versuchen wir das mal ein bisschen näher ranzuschauen. That looks to be a sperm whale.
I think I saw this bull from the sub. I wonder how far he's traveled. Once we have a reliable ID on him, I'll see if anyone has tracked him before. Nice. Sind schon coole Bilder. Oh, jetzt sind wir ein bisschen nah dran. Gefällt mir bisher aber ganz gut. Also wir müssen halt verschiedene Aufgaben wohl übernehmen, verschiedene Tiere finden. Sieht ein bisschen seltsam aus, dass ich jetzt hier unten so komische Gitter drin habe. Das wirkt jetzt nicht mehr ganz so realistisch. Ich weiß jetzt auch nicht, was das ist. Oh, da ist er doch schon. Not using this scanner. Fünf Tümmler. I do have a new drone design that should be better at isolating the source of the sounds. Don't get too jealous, folks, just because I'm swimming with dolphins. My grandmother always warned me that although they're cute, they can also be pranksters. And today, also very noisy. Ja, das stimmt allerdings. Das ist ein Problem. Done. Ja. And maybe next time I can weigh in before on the number that we need to scan. As I mentioned, the confidence model is complex. You just want to find the whales. Guilty. Hey, Mariah. I'm seeing alerts on the south buoy if you want to pull them down. Okay. Let's see what mysteries this buoy unlocks. Okay. Ja, das mit dem komischen Gitter unten, das irritiert mich irgendwie noch. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, ob das von Anfang an jetzt schon drin gewesen ist oder nicht. Sieht auf jeden Fall ein bisschen komisch aus jetzt gerade. Ich habe es ja extra alles auf HD gestellt und so. Da oben ist unser Großer wieder. Hallo, Großer. Ja. Ach, da unten ist noch einer. Guten Tag. Dich habe ich aber eben auch schon eingescannt. Ich musste 2-1 geben. Rülpst mich nicht so an. Nein, nur ein Scherz. Okay, irgendwas haben wir da entdeckt. Wir wissen noch nicht, was es ist. Nein. Da ist eine Pottwalschule. Okay. Auch Pottwale müssen zur Schule gehen. Sensor. Okay. Na, komm schon. So. What is that sound? Did I break something? I've deployed acoustic modems to transmit from other sensors. For those of you who have no idea what he's talking about, he means we use sound to transmit data, so we can have Wi-Fi in the ocean. Impressive. What kind of bandwidth do we get? Like 1990s dial-up. Also gut, das finde ich schon gut, dass das immer wieder zwischendurch so ein bisschen erklärt wird, weil klar, so Leute wie ich haben natürlich jetzt nicht so viel Ahnung, ey, pass mal ein bisschen auf, Großer, nicht so viel Ahnung, was da jetzt wirklich passiert und warum die das wie machen und die haben wir schon eingescannt, ne? Wo sind die jetzt hin? Hallo? Leopardendrückerfisch, doch, die hatten wir doch schon. Okay. Hm, na gut. Ich weiß, also ich verstehe es irgendwie nicht so ganz, warum wir manche Sachen wirklich nochmal neu einscannen müssen, andere Sachen nicht. Ich glaube, das ist irgendwie abhängig von den Gruppen oder so. Wenn wir die Gruppe schon mal eingescannt haben, dann weiß der, was das ist. Und wenn wir die Gruppe noch nicht eingescannt haben, dann weiß er es nicht. Aber warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. So, noch ein Soldatenfisch. Was ist denn das hier mit den 25? Ist das hier unten in der Erde drin oder was? Hier drunter? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Gerade war es doch noch da. Da, 18. 18 nach unten. Also ich schätze mal, das ist irgendwo... Wir müssen hier raus und dann wieder nach unten oder so. Ja gut, das haben wir jetzt nicht. Egal. Die hatten wir jetzt schon hier, die Sonde. Und die ist irgendwie
ganz unten oder müssen wir hier ein Loch finden irgendwo? Weil das ist wohl noch weiter hier unten drunter. Aber ich verstehe nicht so richtig, wie bzw. wo. Steht jetzt 16, 15? Ah, okay. Biochemical emittance triggered this whole area. Because of me. Not because of me, but because I configured the sensors to detect stress in the coral population. Ach, wir können auch Sachen aufs... Okay, jetzt habe ich das verstanden. Okay, let's find out what's causing that stress. Mirai, please collect biosamples from any of the distressed corals. Happy to oblige. For those watching, these sensors help us understand what leads to resiliency in coral so we can help breed it into other species. Okay, also wir haben hier wirklich einen wichtigen Job zu tun. Mehr können wir hier nicht einsammeln. Wir müssen noch andere. Kommen wir da. Nee, da kommen wir nicht durch. Das ist okay. Mit Space war es, glaube ich, hoch, ne? Ist ja schon interessant. Also man hat ja wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass man so ein Meeresbiologe ist oder so und hier wichtige Aufgaben zu tun hat, wie irgendwelche Proben einzusammeln, die analysiert werden können und so weiter. Ist schon ganz cool. Ich weiß aber immer noch nicht, was das hier mit diesen komischen Gittern da hinten, was das für ein Quatsch ist. Ist wahrscheinlich die Grafik noch nicht schnell genug aufgebaut oder so, nehme ich mal an. So, jetzt haben wir zwei. Wir müssen aber noch eine Korallenprobe holen. Ich liebe ja auch dieses Unterwassergeräusch, ne? So, jetzt brechen wir quasi hier durch dieses Gitter durch. Das ist seltsam. Oder soll... Oder soll dieses Gitter vielleicht anzeigen, aber das habe ich doch die ganze Zeit schon gehabt. Soll dieses Gitter so einen Bereich anzeigen, eventuell, wo ich diese Korallenproben finden kann? Das kann natürlich auch sein, weil so extrem, wie es jetzt hier ist, war das eben nämlich noch nicht, bevor wir das mit den Korallenproben angenommen hatten. Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Schwimmst du mal ein bisschen nach oben? Ich sehe hier nämlich gerade gar nichts. Kann man auch nicht ranzoomen oder so, nee. Also wenn das jetzt wirklich nur in diesem Bereich ist, dann habe ich hier jetzt gerade ein bisschen Probleme, weil ich habe jetzt hier oben die schon gemacht. Und hatte jetzt nichts mehr, wo ich noch hin kann. Unten habe ich eine gemacht und hier oben von den zweien konnte ich ja nur eins nehmen. Also nur das und das hier hinten. Oder das andere habe ich genommen und das hier vorne nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und hier zeigt er mir jetzt nichts an, dass ich da was sammeln soll. Aber da unten habe ich nur diese eine Koralle, von der ich eine Probe nehmen konnte. Ich gehe mal ein Stück höher. Moment, hier sind auch nochmal Korallen. Ah! Eine Koralle aus jeder Lebenslage. Dann. Perfekt. Dann müssen wir jetzt da hinten hin. Oh. Ooh, company. Unbelievable. That sounds too close to be outside the research zone. One of the waypoints went down. Do you think that's related? Yeah, probably. Ja, stimmt. Einer der Wegpunkte ist nicht mehr da. Es ist natürlich schlecht. Jetzt habe ich aber hier schon wieder dieses Gitter. Also, ich verstehe es irgendwie nicht, was das soll. Das habe ich jetzt hier überall drin. Ich gucke jetzt erstmal bei dem einen, was wir da noch finden können. Glänzender Schleimkopf. Das hat der auf jeden Fall schon. Was haben wir denn mit dir hier? Weißfleckenkugelfisch. Okay. Oh, jetzt kommen die Haie. Ihr seid aber nette Haie, oder? Rifthaie. Ich meine, Rifthaie sind nette Haie. Wenn mich nicht alles täuscht. Hoffe ich zumindest, dass es jetzt hier nichts Böses gibt.
weil das wäre doch ziemlich doof. Moment, ich bin jetzt hier am Sender, aber kann nichts machen. Wieso kann ich hier nichts machen? Das verstehe ich jetzt allerdings nicht. Ich musste doch hier zum Sender hin, oder nicht? Verhaltensweise. Nee, ach so, da unten ist was. Okay. Ich bin auch nur ein kleiner Hai. Auf mich müsst ihr keine Rücksicht nehmen. Ihr lieben Riffhaie. Red light must mean a serious alert. Was bist du denn? Octopus. I think it went in that cave. I'd like to go in that cave. Ja, dann machen wir das doch. In der Hoffnung, dass wir jetzt gleich alles... There's no way I'm not squeezing through here to follow that octopus. Kraulen? You definitely want to practice diver rescue at some point. Well, maybe. Mirai, please be careful. Ja, ich hoffe, dass ich vorsichtig bin. Also ich hoffe mal nicht, dass irgendwas passieren kann. Eigentlich wollte ich ja die Folge gleich erstmal beenden. Oh, stopp. Stopp, stopp. Ich will dich nur kurz kennen. Hey there. Sorry to spoil your hiding place. Hallo. Ich will dich jetzt auch nicht kraulen oder stören. Du bist ja schließlich ein Unterwassertier und bist nicht gewohnt, dass Menschen irgendwo in der Nähe sind. Deswegen gehe ich jetzt auch wieder raus. Aber ich wollte dich mal eben einscannen. Wir haben einen kleinen Oktopus gefunden. Ist das nicht süß? Hallo, ihr lieben Haie. Könntet ihr mir nochmal sagen, wo es jetzt lang geht? Ach, da hinten. Okay. Tümmler sind auch wieder unterwegs. Muss mir die Nummer neu einscannen. Ja. Das sind scheinbar nicht die gleichen. V und Kaiserfisch, die waren anscheinend neu. Und wenn wir, also so wie ich das jetzt verstanden habe, wenn wir mehrere von den gleichen Sachen einscannen, dann hat er irgendwann so ein Verhaltensmuster drin. Das kann man sich dann im U-Boot angucken. Im U-Boot, wo wir noch nicht gewesen sind. Das habe ich... Achso, da unten. Hallo, ihr lieben Tümmler. Ich bin kurz hier vorbei. Looks like some young dolphins are having a playdate. Delfine zum Spielen auffordern. Okay, dann als Ende der Folge würde ich sagen, machen wir das mal. Hey guys, can I take a turn? Hi! Hey, ihr sollt mit mir spielen und nicht mit den Sachen abhauen. Well, you don't see that every day. At least I don't. Frankly, neither do I. Mirai, sperm whales. And they must be your pod because I have a tag signal that is definitely ours. Pushing the waypoint. On my way. Es bewegt sich am Wegpunkt vorbei. I'm hoping to reconnect with the sperm whale family, whom I have been tracking for years. Ja, dann würde ich mal sagen, ich mache hier mal einen... I'm excited to check in on our mother-to-be. Darf ich auch mal was sagen? Danke. Dann würde ich sagen, ich mache hier mal eben einen kleinen Cut. Ja, in der letzten Folge haben wir den Cut da gemacht, wo wir eigentlich eine Pottwalschule finden mussten. Die haben wir jetzt auch schon gefunden. Und wir müssen jetzt alle einscannen. She's fallen silent. Right. Let me finish scanning them all. I still don't see our pregnant mother. Hallo, ihr schön. Darf ich mal eben durch? Ich muss den letzten mal eben einscannen. Nee, dich hatte ich schon, oder? Done. Good. Hier. Okay, warte. Everything all right? I am now. Look. Our mommy whale has delivered. Everyone say hi to her beautiful one-ton baby girl. Is she okay? Right. Nursing. I just wish all of you could be here for one second. Amazing. That is the end of our stream. Like, share, comment. Remember, we need you. All of us down here. Ja,
und das war jetzt das Ende vom Stream. Das habe ich jetzt vorher natürlich nicht gewusst. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich die beiden Folgen so zusammen machen, dass das dann eine Folge ist. Ja, dann kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und die restlichen Streamtage werden wir dann in den nächsten Folgen sehen. Bis dann. Ciao.